So, hallo, hallo, guten Morgen, ihr Lieben. Ich freue mich riesig auf diese Woche, auf eine hammer, mega geile Challenge. Ja, jetzt warte ich noch ein bisschen auf die Live-Menschen, bis ihr alle da seid. Die, hallo, hallo, die live zuschauen wollt. So, Facebook lässt mich tatsächlich nicht mehr im Querformat streamen. Das will's nicht. Whatsoever. Mal schauen, ob ich hier trotzdem das Handy ablegen kann. Hello, guten Morgen. Eine mega wichtige Challenge. Hello, Conny. Weil wir müssen wissen, wer wir wirklich sind. Hi, guten Morgen, Andrea. Hey, hey. So, jetzt kann ich hier, habe ich hier meine Hände frei. Also, ich warte noch ein bisschen, bis alle live dabei sind, die dabei sein wollen. Ihr könnt euch drauf gefasst machen. Es gibt jetzt jeden Morgen um 10 Uhr ein Video zum Thema, wer bin ich wirklich? Und was bedeutet das? Was hat es für Konsequenzen? Ja, das ist das Allerwichtigste. Was hat es für Konsequenzen für mich in diesem Leben, auf dieser Erde, in diesem Körper, auf diesen Füßen, wenn ich weiß, wer ich wirklich bin? Und zu diesem Thema gibt es jeden Tag, also 7 Tage, 7 Videos diese Woche. Ich bin die Erste. Danach kommt, jetzt wollte ich es mir, eine der Mentorinnen, ich habe es aufgeschrieben, es gibt einen Plan. jeden Morgen um 10 kommt sie zu euch und spricht nochmal aus ihrer Perspektive, aus ihrer Erfahrung, aus ihren Beispielen darüber, wer wir wirklich sind. Als göttliche Wesen, als die Verkörperung eines göttlichen Minds, eines göttlichen Verstandes. Ja, genau, danke Susi. Die Susi kommt morgen dran. Ihr könnt euch morgen auf die liebe Susi freuen. Wir sind hier die göttliche Verkörperung, die Verkörperung des Göttlichen. Und dazu müssen wir wissen, was das Göttliche denn überhaupt ist und warum wir hier als diese Verkörperung eigentlich erschaffen und wirken und bewirken. Ja, wer bin ich wirklich? Die kurze Antwort ist, ich bin Gott. Da stellt sich die Frage, wer ist Gott? Gott ist kein Wer. Gott ist auch keiner mit einem Bart. Gott ist vor allem auch keiner, der straft. Gott ist auch keiner, der irgendetwas Böses oder Bösartiges denkt oder im Sinn hat oder plant. Damit sind wir ja alle groß geworden, auch wenn wir sozusagen atheistisch aufgezogen worden sind. Wir waren im Religionsunterricht und das reicht. Wenn wir in einer Zeit, wo wir so offen sind für Infiltrierung von Informationen, ohne drüber nachzudenken, ohne darüber irgendwo zu reflektieren, wir wissen zwar, dass das Scheiße ist, weil es fühlt sich scheiße an, schon als Kind. Diese ganze Bedrohung mit einer Gottfigur, mit einer Allmacht, die nur da ist, um zu beobachten und zu sehen, wann ich falsch bin, wann ich Fehler mache und mich diesbezüglich zu strafen, fühlt sich scheiße an, schon als Kind. Weil schon als Kind habe ich dieses Göttliche in mir, diesen göttlichen Mind, diese göttlichen, nicht nur Verstand, sondern das göttliche Wissen, die göttliche Information, den göttlichen Bewusstseinsraum, den ich bin, der ich bin und der mich begleitet und der immer da ist. Und deswegen fühlt sich das als Kind auch schon scheiße an,
wenn mir erzählt wird, dass der liebe Gott mich straft. Drück! Der liebe Gott straft mich. Der liebe Gott sieht alles. Der liebe Gott sieht alles. Und wenn du etwas Böses machst, ja, da stellen sich einem ja die Haare zu Berge. Logisch stellen sich einem die Haare zu Berge, weil es eine verdammte Lüge ist, weil das nicht stimmt, weil das eine menschengemachte Geschichte ist. Weil alles, was irgendwo mit wenn dann, mit irgendeiner Bedingung zusammenhängt und sagt, du musst etwas tun, du musst etwas sein, um zu, guten Morgen, hallo, um zu, ist es verlogen. Wenn ich dir sage, du musst hart arbeiten, um zu Geld zu kommen, scheint das wahr, aber es stimmt nicht. Wenn ich dir sage, du musst, was auch immer, du musst lieb zu deinem Mann sein, damit er lieb zu dir ist, das stimmt nicht. Weil du kannst so lieb zu deinem Mann sein, das ist ein kleiner Exkurs, so lieb zu deinem Mann sein, solange du denkst, dass dein Mann ein gemeines, hinterhältliches Menschenwesen ist, kannst du machen, was du willst. Du kannst ihm die Füße schlecken und er wird nicht lieb zu dir sein. Und genau das ist es. Du bist ein Schöpferwesen. Deine Aufmerksamkeit, deine Überzeugung erschafft. Punkt. Und dafür wirst du nicht bestraft. Niemals. Dafür gibt es keine äußere Instanz, die dich bestraft. Es gibt keine Konsequenz von dem, was du tust, sondern es gibt eine Schöpfung. Es ist die Konsequenz von dem, an was du glaubst, was du dir vorstellst, was deine Überzeugung ist. Das erschaffst du. Dein Erschaffen ist einfach die Konsequenz deiner Vorstellung. Und deswegen ist es so wichtig, dass du die richtige Vorstellung hast über dich. Wer bist du denn wirklich? Wie wirkst du? Wie erschaffst du? Wie ist dein Leben zu dir gekommen? Wie bist denn du zu deinem Leben gekommen? Wer hat es dir gegeben? Deine Eltern? Ich sage dir, unsere Eltern sind Erfüllungsgehilfen einer absolut perfekten göttlichen Idee. So, und das ist komplett wertfrei. Diese absolut perfekte göttliche Idee, die will gelebt und erlebt und durchlebt und erfahren werden. Aber keiner macht sich die Mühe zu überlegen, was ist denn eigentlich die ursprüngliche göttliche Idee? Und das steht in der Bibel drin. Gott erschuf die Welt und es war gut. Die Tiere, die Menschen und alles, was da drin war. Und es war gut. Und dann, Adam und Eva Geschichte steht auch in der Bibel. Dann kamen diese verdammten Lügen von der Schlange, die uns Bullshit erzählt haben. Und diese Bullshit-Stories, die sind im Menschengedenken weitergegeben worden und weitergegeben worden, weitergesponnen worden. Dann sind dann noch unglaublich viele Fabeln, Märchen drangehängt worden, damit sich diese Bullshit-Stories von allen Ecken und Enden sich uns zeigen, uns zu uns kommen. Und wir uns gar nicht mehr davon retten können. Ja, die Schlange und die Kirchen. So, wenn du aber jetzt wirklich weißt, wer du bist, dass du Gottes perfekte Idee bist und deswegen in Fülle und in Liebe leben darfst, bedeutet es, dass du lernen darfst, in Fülle und in Liebe zu denken. Und das hat dir niemand beigebracht, weil du bist von Schlangen erzogen worden. Von verlogenen Schlangen, die dir erzählt haben, dass du eingeschränkt bist, dass du nicht gut genug bist, dass du Dinge nicht kannst, die du unbedingt können musst und wenn du sie nicht kannst, dann bist du nicht gut genug und so weiter und so fort. Und das Ganze wurde dir mitgeteilt
im Rahmen von Fabeln, im Rahmen von Geschichten, im Rahmen von Religion. Und dann haben manche den spirituellen Weg eingeschlagen und da wurde ihnen auch noch ein Haufensack von Bedingungen mitgegeben und so weiter und so fort. Und dieses Zeug nicht mehr zu glauben und zu glauben, dass du rein und perfekt bist und dass alles, was in deinem Leben nicht dem entsprach, auf Basis von diesen verlogenen Geschichten durch dich rekreiert worden ist, bevor du erwachsen warst, bevor du erwacht warst und erkannt hast, wer du wirklich bist. Und es gibt tatsächlich, ich habe da letztens erst gesehen, so Erwachsenenfeiern. Also die ursprüngliche Idee ist ja toll, dass du irgendwann mal erwachsen bist und dass du als Erwachsener behandelt wirst. Aber dennoch sagt dir niemand, wer du wirklich bist, sondern du kriegst nur eingetrichtert, was du jetzt zu tun hast als Erwachsener, was deine Rechte und was deine Pflichten sind. Aber keiner nimmt dich zur Seite und sagt, schau mal, wer du wirklich bist. Schau mal deine wahre Kraft. Schau mal, wie es alles durch dich entsteht und wirkt und bewirkt. Schau mal. So, und das gehört jetzt in die Welt raus. Und wir, die jetzt schon erwachsen sind, haben die Aufgabe, aus diesem Wissen heraus zu leben, zu denken, zu fühlen und zu handeln und zu sprechen und zu lehren, unsere Kinder neu zu informieren. Und zwar mit der Wahrheit, mit der uneingeschränkten Wahrheit, mit der unbeschränkten Wahrheit, dass wir reines Bewusstsein sind. Reines Bewusstsein. Und rein nicht im Sinne von einzig und allein Bewusstsein, sondern rein, da ist keine Scheiße drinne, da ist keine Lüge drinne, da ist kein Verrat drin, da ist kein Hinterhalt drin, da ist keine Gemeinheit drin, da ist keine Strafe drin, da ist nichts drin. Das ist rein, sauber, klar. Und das ist die Wahrheit, aus der wir entstanden sind und aus der wir leben dürfen. Und diese ganze Fata Morgana da draußen, die unser Kollektiv aus Lügen, Einschränkungen und Beschränkungen erschaffen hat, wo es uns entgöttlicht hat, wo es uns Geschichten erzählt hat, sogar Geschichten über, es gibt einen Seelenplan, dem du ausgeliefert bist. Ja, gibt es. Es gibt einen Seelenplan. Und meiner und deiner und unser aller Seelenplan ist genau gleich. Und zwar, finde deine Göttlichkeit wieder. Finde deine Wahrheit wieder. Und das bedeutet nicht, dass irgendeiner einen Plan gemacht hat, den du über Leiden gehen musst, den du über Einschränkung gehen musst, den du über Unterdrückung gehen musst, den du was auch immer erleiden musst. Nein, du musst nur aufwachen und deine Kraft erkennen. Und erkennen, dass jeder Gedanke von dir kreiert. Und zwar ein Gedanke, der eine Überzeugung ist. Was du wirklich, wirklich glaubst, was du wirklich, wirklich glaubst, das kreierst du. Und wenn du wirklich, wirklich glaubst, dass du ausgeliefert bist und dass im Draußen, im Außen, in Form von Mensch, Tier, Mensch, Tier oder Situation, irgendjemand etwas gegen deinen Willen in dein Leben kreieren kann, dann hast du Angst. Und diese Angst ist berechtigt, weil du in einer Lüge lebst, weil du Angst haben musst vor deinen eigenen Lügen. Das ist das Einzige, was dich wirklich beängstigen sollte, dass du deine eigenen Lügen glaubst, die dem nicht entsprechen, was du wirklich bist, die deiner wahren Göttlichkeit eben nicht entsprechen, die nicht dem entsprechen, dass tatsächlich jeder Mensch da draußen, das ist für dich in deiner Welt, was du in ihm siehst.
weil du bist Gott. Und wenn du die göttliche Version in jedem sehen kannst, weil du gelernt hast, sie in dir zu sehen, weil du gelernt hast, zu verstehen, wer du wirklich bist, dass du nicht das bist, was man dir irgendwann mal erzählt hat, was dir irgendeiner mal weiß gemacht hat, was dir irgendeiner mal erklärt hat, wie das Leben funktioniert, dass es halt alles nicht so stimmt. Und wenn du das weißt für dich, dann kannst du jeden Morgen aufstehen und wissen, ich bin perfekt. Es fehlt mir an nichts. Es fehlt uns an nichts. Der Welt fehlt es an nichts. Wir leben in Fülle an allem, was wir uns nur vorstellen können. Auch in Fülle an Gesundheit. Ich habe einen gesunden Körper. Wenn mir eine Geschichte wiederum begegnet, die mir sagt, ein Schmerz deutet darauf hin, dass etwas in meinem Körper nicht in Ordnung ist, kann ich sie glauben und kann sie wieder rekreieren, weil ich bin Schöpfer. Ich kann es aber auch nicht glauben und kann diesen Schmerz umdeuten und kann sagen, dieser Schmerz ist eine Erinnerung daran, dass ich in Perfektion bin. Ja, dies tief in mir zu wissen, ändert alles. Ja, dieses tiefe, tiefe Wissen braucht dein Kopf, muss es aber auch mit Argumenten haben. Und ich gebe immer wieder Argumente von allen möglichen Seiten und Perspektiven, die einfach sagen, klar, das kann ja gar nicht anders sein. Weil ich so klar spüre, immer wieder, dass wenn man mir klar gemacht hat, dass ein Schmerz etwas Böses ist, etwas Schlechtes ist, eine Information, die dazu führt, mir weiß zu machen, dass mein Körper nicht in Ordnung ist, dann reproduziere ich das, identifiziere das mit meinem Körper, mir wird ja auch weiß gemacht, dass mein Körper mein Sein ist. Aber das, was ich denke, kreiert meinen Körper. Tagtäglich. Alles. Und ich war gestern bei einem Freund von mir, der ist mit Angst, der ist seit, des, boah, 64 wird er jetzt, seitdem ich ihn kenne, seit 14, 15 Jahren, hat der Angst vorm Alterwerden. Und dieser Fluch des Alterns verfolgt ihn auf allen Ebenen. Er sieht es die ganze Zeit. Weil er nicht zutiefst glaubt, wer er wirklich ist. Der Kopf muss es erst begreifen und akzeptieren. Der Kopf, dem musst du das beibringen. Dem Kopf müssen wir jeden Tag sagen, so, hallo, hier bin ich. Ich bin ein göttliches Wesen. Ich kreiere alles durch meine Aufmerksamkeit, durch meine Wahrnehmung, durch meine Beobachtung, durch meine Beurteilung, durch meine Betrachtung. Und dazu habe ich 5 Sinne bekommen. Und diese 5 Sinne sind vorprogrammiert und vorkonditioniert aus einer Menschensicht, die nicht göttlich ist. Aber wenn ich mich jetzt als Gott wahrnehme, was ich wirklich bin, dann habe ich die Aufgabe, alles in seiner 100%igen Perfektion zu sehen und zu interpretieren. Weil das bin ich wirklich. Wenn ich mich als göttliches Wesen wahrnehme, was hat das für Konsequenzen für die Betrachtung dessen, was ich wahrnehme, die Einordnung dessen, was ich wahrnehme in meinen 5 Sinnen? Wenn du etwas mit den Augen siehst, du kannst nicht anders als beobachten und nachher interpretieren und zu sagen, ja oder nein. Schön oder hässlich, gefällt mir oder mag ich nicht, will ich mehr davon oder will ich nicht, weil du das so gelernt hast. Aber wenn du jetzt in allem die Schönheit siehst
Wenn du deine Augen neu lernst und sagst, ich sehe in allem, meine Augen sehen Bilder, die sind schön und perfekt. Ich lerne, schön und perfekt in allem zu sehen. So. Ich lerne das. Ich habe, keine Ahnung, ich habe einen Pickel. Wo ist die Schönheit und die Perfektion in diesem Pickel? Ich muss ihn doch gar nicht sehen. Ich muss doch meinen Pickel gar nicht sehen. Ich kann noch schauen, wie wunderbar diese Person ist. Zum Beispiel. Jetzt gehen wir weiter. Schmecken. Das schmeckt mir nicht. Das schmeckt ekelhaft. Das will ich nicht essen. Das ist widerlich. Es ist nicht der Geschmack, der dich stört. Es ist die Vorstellung hinter dem Geschmack. Es ist die Story, es ist das Bild hinter dem Geschmack. Alles, was dir über Essen erzählt worden ist, ist der Geschmack. Der Geschmack kommt aus dem Kopf. Bilder, die du mit deinen Augen siehst, kommen aus dem Kopf. Die Interpretation kommt aus dem Kopf. Dinge, die du mit den Ohren hörst, werden in deinen Gedanken interpretiert. Was du auf deinem Körper spürst, wird durch deinen Kopf interpretiert. Warum gibt es Sadomaso? Warum gibt es Leute, die Schmerz geil finden? Weil es durch den Kopf geht, weil es mit den Dingen verbunden wird, die du irgendwann mal in deinem Kopf entschieden hast. Aber du bist Gott. Du entscheidest neu. Jeden Moment entscheidest du neu, was ist göttlich. Was ist perfekt? Was ist Liebe? Und es gibt verkorkste Ansichten, die da draußen weitergegeben werden. Und es gibt Leute, die diese verkorksten Ansichten glauben. Und du kannst Sachen glauben, die sich scheiße anfühlen. Aber du musst es nicht, weil du bist hierher gekommen, um aus Scheiße Gold zu machen, aus Scheiße Gott zu machen, aus Blödsinn, aus Lüge die Wahrheit zu machen. Das ist dein einziger Job hier. Du darfst Katalysator, Transformator, Heiler, Heilerin, wie auch immer du es nennen möchtest, von der Lüge zur Wahrheit sein. Weil nichts und niemand kann von dir verlangen, gegen das Göttliche in dir, in deinem Herzen, wo auch immer du es spürst, von mir aus spürst in deiner Augenbraue. Aber du weißt, was die Wahrheit ist. Weil die Wahrheit fühlt sich immer gut an, immer. Es ist so einfach. Und du bist ein Wesen, du darfst die Dinge denken, die sich gut anfühlen. Es fühlt sich nicht gut an, wenn du glaubst, du kannst etwas nicht haben, du kannst etwas nicht sein, du darfst etwas nicht. Es fühlt sich nicht gut an. Und wir haben alle so ein Level von Sachen, die wir uns erlauben, gut, dass sie sich gut anfühlen. Wie toll darf es sein für dich? Wie toll darfst du sein? Wie toll darfst du denken? Wie toll darfst du fühlen? Wie toll darfst du handeln? Aber da ist doch immer noch so viel Platz. Und wer sagt dir, dass du nicht all in gehen darfst, all in lieben, all in Geld haben, all in dich zeigen, all in sein, wer du wirklich bist? Es braucht Menschen, die sich das trauen, die sich trauen, all in zu sein. Alles zu sein, niemals too much zu sein, keine Angst zu haben, anderen auf den Schlips zu treten, weil du weißt, wer du wirklich bist und weil du weißt, wer jeder Einzelne da draußen wirklich ist. Und darum geht's. Darum geht's. Und wenn da draußen jeder wirklich auch dieses Göttliche, perfekte, in Fülle und Schönheit lebende Wesen ist, was er ist, alles, jedes Wesen. Was tust du?
Was denkst du? Wie gehst du durchs Leben? Welche Entscheidungen triffst du? Und was du ganz sicher nicht mehr tust, ist einen Mangel zu sehen und ihn wieder zu kreieren. Weil der Mangel ist nur da, weil du glaubst, es gibt Mangel. Aber es gibt keinen Mangel. Es gibt keinen Mangel an Gesundheit. Es gibt keinen Mangel an Geld. Es gibt keinen Mangel an Freiheit. Es gibt keinen Mangel an Möglichkeiten. Es gibt keinen Mangel an Erlaubnis. Es gibt keinen Mangel, außer du glaubst es immer noch. Und ich sage euch eins, wenn wir unsere Kinder damit infiltrieren, mit diesem neuen Wissen, und das bedeutet aber ganz klar, du lebst es, du glaubst es und du sprichst darüber. Wenn wir das tun, dann wird es in 2, 3 Generationen keinen Bullshit mehr geben. Dann werden alle glücklich, zufrieden, reich, dann wird dieses Wort reich nicht mehr differenzierend sein, sondern einfach reich, genauso wie lebendig. Reich und lebendig ist das Gleiche. Wir dürfen alles haben, wir dürfen alles sein. Und wir brauchen hier nur eins, diesem Kopf von allen Perspektiven, Seiten immer wieder klar machen, wer wir wirklich sind, wie unser Leben durch uns entsteht und dass es nicht notwendig ist. Es ist absolut 0,0 notwendig, sich zu beschränken. Und was die anderen Leute denken, hier noch zum Abschluss, um vielleicht einen Ball der lieben Susi zu übergeben, was die anderen Leute sagen, ist nur das, was sie im Auftrag durch deine Vorstellung, durch deine Überzeugung denken und dir wieder zurückgeben. Und das geht natürlich so krass schnell. Diese alten Programme, die laufen so krass schnell immer wieder an. Und jedes Mal bist du gefordert, es zu stoppen, es zu erkennen und in die Wahrheit zu transformieren. Und das ist etwas, was du lernst in dem Programm Die Frau, die alles hat. Schicht für Schicht von Bullshit-Stories und Einschränkungen dir erlaubst abzulegen und als absolutes göttliches Wesen hier aufzuschlagen und deinen verdammten Job zu tun. Und zwar die Lüge in die Wahrheit zu transformieren, die Scheiße in das glänzende, wunderschöne, goldige, glitzernde zu transformieren. Ganz genau, gerne, Susi. Also, ich denke, wir können da morgen wirklich super, super, super weitermachen, weil es ist immer wieder dasselbe. Wir müssen uns erinnern an das, was wir wirklich sind und nicht nur im Köpflein, sondern mit unseren 5 Sinnen erleben, uns dieses Erleben erlauben, dieses wunderbare Leben erlauben zu erleben, jeden Moment. Es ist jeden Moment da, nur du bist entweder in der Scheiße oder du bist in der Göttlichkeit, in diesem wahren, wahren Bewusstsein, aus dem wir erschaffen. So. Also ich wollte auf jeden Fall nicht länger machen wie eine halbe Stunde. Hier mein göttlicher Hund meldet sich zu Wort. Morgen kommt die Susi dran. Seid wieder live dabei. Es ist Seja. Ja. Also. Einen lieben Gruß von meinem lieben Hund, auch an euch. Und wie gesagt, diese Challenge wird nachher Teil von Die Frau, die alles hat. Jeder, der sich daran anmeldet, jede neu
Zukömmling, die kriegt diese Challenge. Er hat was zu sagen, ja, sie hat was zu sagen. Kriegst diese Challenge, wenn du kommst in die Frau, die alles hat und wirklich jeden Tag einen Schritt mehr lebst wie die Frau, die wirklich alles hat, die alles sein darf und die die Welt erstrahlen lässt. Und nichts anderes ist mehr wahr, weil es noch nie wahr war. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und wir freuen uns alle auf die Susi morgen. Tschüss!